Herzlich willkommen im Klanghaus am See in Klein-Jasedow in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe der Insel Usedom. Hier spiele, unterrichte, übe und konzertiere ich. Gerade ist Georg Philipp Telemanns 9. Fantasie für Traversflöte erklungen, die ich mir für die Vorbereitung auf ein Seminar zu den Fantasien als eine von 2 Beispielen ausgewählt habe, um mit Ihnen und euch ein wenig über dieses kleine Meisterwerk zu reflektieren. Die Fantasien gehören seit Jahrzehnten zu meinem Repertoire, im Unterricht und auf der Bühne. Meinen ersten Kontakt mit ihnen hatte ich Ende der 60er Jahre, als noch kaum jemand etwas von der barocken Traversflöte wusste. Wie ich dann begann, barocke Musik auf der barocken Flöte zu spielen, waren die Fantasien zusammen mit den obligaten Flötenstimmen aus Bachs Kantaten mein Lehrbuch barocker Spieltechnik und Aufführungspraxis. Neben meiner Arbeit mit der barocken Flöte habe ich die Fantasien immer wieder auch mit Spielerinnen und Spielern der modernen Querflöte im Unterricht gearbeitet, in Konzerten jedoch nur mit der Traversflöte gespielt. Neben der Herausforderung und der Freude, den Reichtum dieses formenreichen musikalischen Mikrokosmos, wie ich sage, auszuleuchten, den Telemann mit seinen 12 Fantasien geschaffen hat, ist es mir ein Anliegen, die Erkenntnisse der Quellenforschung und der Musizierpraxis mit historischen Instrumenten, die heute ein breites Wissen über barocke Stilkunde und Spieltechnik entstehen ließen, in gewissem Rahmen auch für die moderne Querflöte umsetzbar zu machen. Werfen wir aber zunächst einmal einen kurzen Blick auf die biografischen Koordinaten der Fantasien. Als Telemann sie schrieb, wahrscheinlich um 1730 herum, war er um die 50 Jahre alt und hatte als Direktor Musices von 5 Hamburger Kirchen und Leiter der Oper am Gänsemarkt eine der gewichtigsten Positionen der deutschsprachigen Musikwelt inne. Bei der Vorstellung, was das bedeutet, mag man zunächst an Kantaten und Opern denken und hört innerlich prachtvolle Orchesterklänge vor einer großen Öffentlichkeit. Telemanns gigantisches Schaffen, es gibt ca. 3600 verzeichnete Werke, umfasst jedoch auch das Kleine und Feine. Musik, die in den Bürgerhäusern gespielt wurde, und hierzu gehören die 12 Fantasien.
die Telemann, der selbst auch Traversflöte spielte, hier zu einem, man kann sagen, Tonartenstrauß zusammengestellt hat, der die Flöte seiner Zeit in den verschiedensten Farben leuchten ließ. E-Dur. Die Tonart der neunten Fantasie, die wir gerade gehört haben, nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Sie ist mit ihren vier Kreuzen für die Traversflöte nicht gerade eine geläufige Tonart. Einige Stücke, wie die Sonate 1035 oder die Arie Esurientes aus dem Magnificat von Bach, sind berühmte Beispiele für diese besondere Klanglichkeit der Tonart E-Dur auf der Flöte. Tonartencharakteristik war ein wichtiges Thema der Barockkomponisten. Physikalisch ändert sie sich mit der Stimmung der Temperierung, in der ein Cembalo, eine Orgel oder eben eine Flöte gestimmt ist. Die Vielfalt der möglichen Stimmungen hat dazu beigetragen, dass man in den barocken Traktaten ganz unterschiedliche Beschreibungen der einzelnen Tonarten findet. Von Telemanns Kollegen Johann Matteson zum Beispiel, dem Hamburger Domkantor, also quasi Telemanns Nachbar, und damals europaweit bekannt durch seine musiktheoretischen Schriften, erfahren wir, wie kontrovers der Diskurs über die Eigenschaften der Tonarten geführt wurde und wie er persönlich die Tonart E-Dur charakterisiert. Seine Schlagworte dazu sind verzweiflungsvolle oder ganz tödliche Traurigkeit. Da Matteson jedoch ganz bescheiden betont, wie gegensätzlich die Meinungen über die Besonderheiten der Tonarten seien, können wir getrost in unserer E-Dur-Fantasie einen ganz anderen Charakter erspüren. Mir persönlich kommen dabei Worte wie zärtlich, tänzerisch, transparent, aber auch humorvoll und witzig, was ich übrigens auch über den letzten Satz aus Bachs E-Dur-Flötensonate sagen würde. Hören wir uns einmal ein paar Töne in D-Dur an, der Grundtonart der Flöte. Im Vergleich dazu ein paar Wendungen in E-Dur. So wird deutlich, was für eine transparente und vergleichsweise zarte Tonart E-Dur auf der Traversflöte ist. D-Dur. E-Dur. Zurück zu unserer Fantasie. Schon im ersten Satz einer Sarabande, könnte man sagen, mit dem Titel Affettuoso, was so viel heißt wie liebevoll, empfindsam, angerührt, ebenso wie anrührend. In dieser Sarabande weitet Telemann den Tonartenraum in die Paralleltonart Cis-Moll aus, zu der die dominante Gis-Dur gehört, und führt uns damit weit weg von der Muttertonart D-Dur der Traversflöte. Der große Flötenlehrer und Musiktheoretiker Johann Joachim Quanz behandelt in seinem Lehrbuch Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen, ausführlich die besonderen Fingersätze in entfernten Tonarten. Und wenn man sie anwendet, entsteht an vielen Stellen, an denen man nur aus der Sicht des Notentextes heraus auch einen kernigen, schneidenden Klang, wie Quanz ihn der Flöte in D-Dur zuschreibt, vermuten könnte. Ein weicher, luftiger, zärtlicher, manchmal geheimnisvoller Gabelgriffklang. Hören wir einmal. Und Gis-Dur. Kompositionen für ein einziges Instrument, wie der Flöte, auf der man, wie auf den Streichinstrumenten, keine Doppelgriffe spielen kann, um Akkorde deutlich zu machen,
Das fordert uns heraus, die verschiedenen Strukturen in der Komposition, nämlich Bass, Melodie und Mittelstimme, aufzuspüren. Das macht großen Spaß, große Freude. Und wenn wir die Struktur herausgefunden haben, stehen wir vor einer weiteren Herausforderung. Wie gewichten wir Melodie und Bass? Als Flöten ist uns in der Regel die Melodie sehr nahe. Trotzdem gilt in dieser Musik dieser Zeit eine Faustregel, nämlich der Bass ist der Chef. Und die Bassnoten setzt Telemann in seinem musikalischen Zusammenhang der Fantasien auch auf betonte Taktteile und nicht auf Nebensilben. Taucht die Melodie als Nebensilbe auf, so tun wir gut daran, sie nicht herauszuposaunen, sondern im Sinne der Takthierarchie und der Artikulation von schwer und leicht in den Figuren auch leicht zu spielen. Hören wir eine Stelle im zweiten Satz, wo wir Melodie und Bass begegnen. Am Anfang die Melodie. Am Ende, hinzugefügt von Telemann, zwei Bassnoten. Und in der Figuration von Telemann in dieser neunten Fantasie sind alle Sätze irgendwie tänzerisch. Wenn ich sie spiele, bemühe ich mich, so zu spielen, als wenn ich bei einem tollen Volksmusikanten in die Schule gegangen wäre. Dies hilft mir in die Leichtigkeit. Denn ich sehe die Fantasien nicht in erster Linie als Bühnenwerke, Konzertstücke, sondern als Musik zur Freude der Liebhaber, der Spielerinnen und Spieler für sich selbst oder im kleinen Kreis. Tänzerischer Charakter bedeutet bei Telemann jedoch keinesfalls Einfältigkeit. Denn bei näherem Hinsehen offenbart sich zum Beispiel gerade im zweiten Satz der meisterhafte Umgang mit Strukturen, mit formalen Strukturen. Im Kleinen der musikalischen Figuren wie im Größeren der musikalischen Phrasen. Das setzt mich immer in Begeisterung. Hören wir noch einmal den Anfang des zweiten Satzes, wenn ich ihn auf sein melodisches Material reduziere und die musikalische Form in einen traditionellen Volkstanz umwandle. Nett, oder? Jetzt Telemanns komprimierte Form. Und nun mit seinen Figuren. Musik hören hat ja immer was mit höherer Erwartung und der Überraschung durch Unerwartetes zu tun. Kaum hören wir etwas, schon rechnet unser Gehirn voraus, wie es weitergehen könnte. Dies wird uns in vielen Fällen gar nicht bewusst. Am Ende bleibt oft nur das Staunen, wie lebendig die Musik gewesen ist. Mit dieser Überraschung geht Telemann souverän um. Wenn wir etwa im zweiten Satz dem Allegro einmal die Phrasenlängen untersuchen, werden wir feststellen, dass er oft viertaktige Phrasen, die Erwartung, um einen Takt verkürzt oder verlängert und den Satz so luftig und locker, fast improvisiert, im barocken Sprachgebrauch auch fantasiert, daherkommen lässt. Ein weiterer für mich inspirierender Aspekt ist Telemanns Umgang mit dem Rhythmus in diesem Satz. Im Notenbild sehen wir in diesem Dreiachteltakt überwiegend zwei rhythmische Elemente im Wechsel.
durchlaufende Sechzehntel. Da 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 da. Und dagegen die inegalen Punktierungen. Tidi 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 tidi. Im Laufe des kurzen Satzes, der nicht länger als eine Minute ist, schöpft Telemann fast alle Kombinationsmöglichkeiten aus, diese zwei Elemente miteinander zu verbinden. Mal drei Takte so, drei Takte so. Mal das eine Element am Beginn der Phrase, mal das andere. Bei viertaktigen Phrasen zwei Takte glatt, zwei Takte punktiert. Oder ein Takt glatt, zwei Takte punktiert, ein Takt wieder glatt. So hinterlässt diese Minute des Hörens Begeisterung über die Buntheit und auch beim Nachhören Staunen über die formale Meisterschaft. Für das Staunen gibt Telemann dann auch einen Moment Zeit nach dem Allegro mit dem folgenden Grave im Dreihalbetakt. Er bereitet damit auch auf den letzten Satz vor, eine Bourée, diese nun sehr gleichmäßig in der Form, fast voraushörbar im Verlauf und nach so vieler kompakter Kompositionskunst ein Satz Entspannung im Gewohnten zum Schluss, wie eben in fast allen seiner 12 Fantasien. Spiele ich jetzt eine Fassung mit der modernen Flöte, so kopiere ich nicht die Feinheiten der Traversflöte im Mikrobereich, sondern versuche mich atmosphärisch dem Stück und seinem barocken Klang anzunähern. In der Vorbereitung für mich und in der Arbeit mit Studierenden gilt es auf der Querflöte in erster Linie, hinderliche Aspekte wegzulassen. Die sind der große Ton über alles oder die Gleichmäßigkeit in der Betonung, die Verwechslung der schnellen Sätze mit einer virtuosen Etüde. Voraussetzungen, unter denen die Fantasien auch auf der modernen Querflöte ihre Lebendigkeit bekommen und behalten können.